Ein voller Erfolg war das Jahreskonzert der Stadtmusik Kitzbühel im Wirtschaftskammersaal des K3. Ein abwechslungsreiches Potpourri aus Märschen, Walzern und bekannten Konzertstücken wurde einem begeisterten Publikum geboten. Der akustische Hörgenuss toppte mit vielen bekannten Melodien, bevor man mit mitreißender Filmmusik einen fulminanten Schlusspunkt setzte. Für den neuen Obmann Florian Mitterreis ist das erste Frühjahrskonzert in dieser Funktion. Florian, wie geht's dir denn jetzt dabei? Ja, vom Konzert ist sicher ein bisschen Anspannung da, aber es läuft alles Gott sei Dank. Die Leute sind gekommen, der Saal ist voll und wir sind bis jetzt drin. Apropos Saal, ihr spielt ja zum ersten Mal hier im großen Saal im K3. Wie fühlt ihr euch hier? Ja, toll. Es ist einfach ein toller Saal, der so viel bietet, Technik, Infrastruktur. Es ist einfach toll, da ein Konzert zu halten. Die Stadtmusik Kitzbühel lädt zum alljährlichen Frühjahrskonzert. Florian, wie wichtig ist denn dieses Konzert im Laufe eures Jahres? Ja, es gibt natürlich mehrere Höhepunkte von der Stadtmusik. Im musikalischen Bereich ist das Jahreskonzert natürlich der Höhepunkt, der musikalische Höhepunkt von der Stadtmusik. Ein Termin also, auf den sich die Musikantinnen und Musikanten ganz besonders vorbereiten. Wie lange haben denn die Probenarbeiten gedauert für dieses Frühjahrskonzert? Ja, wir haben die Platzkonzertsaison beendet im September, haben dann eine kurze Pause gemacht und Ende Oktober haben wir gestartet, gemütlich mit den Probenarbeit und mit einer kurzen Winterpause über Weihnachten haben wir dann in die Endphase gestartet, Ende Februar, und jetzt haben wir uns schon auf den Termin gefreut. Ebenfalls beim Frühjahrskonzert der Stadtmusik Kitzbühel vertreten ist Franz Wiedmoser. Franz, du bist Bezirksobmann des Brixentaler Blasmusikverbands. Franz, zuerst einmal erste Frage, was ist eigentlich genau deine oder eure Aufgabe in diesem Verband? Ja, der Bezirksverband der Brixentaler Blasmusikkapellen, die Hauptaufgabe ist natürlich auch die Weiterbildung der Kapellmeister, die Jugendarbeit und eben Organisation auch bezüglich Obmänner und Funktionäre. Ich habe jetzt das Amt schon im 17. Jahr und in unserem Bezirk ist natürlich ein gewaltiger Aufwärtstrend, sei es in musikalischer Hinsicht oder organisatorisch. Ich glaube, in musikalischer Hinsicht haben wir heute ja das Frühjahrskonzert der Stadtmusikkapelle Kitzbühel gesehen.
ist wirklich eine musikalische Höchstleistung. Aber alle Mitgliedskapellen, es sind insgesamt 11, von Itter bis Jochberg, sind musikalisch alle bestens drauf. Es geht weiter bei uns im Programm, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit einem ganz, ganz großen österreichischen Komponisten, nämlich mit Johann Strauss. Auch bei der Wahl der Moderation bewies die Stadtmusik Kitzbühel das richtige Händchen. Mit Helmut Opera, der äußerst kompetent, sympathisch und vor allem sehr informativ durch das Konzertprogramm führte. Über Rundfunkschallplatten und dergleichen noch nicht gegeben waren, erzielte, ist wirklich bemerkenswert und beeindruckend. Den Frühlingsstimmenwalzer, den wir gleich hören werden, den komponierte er 1883 und beschäftigt sich hier thematisch natürlich hauptsächlich mit dem Thema Frühling, was unter anderem auch dann in den Flötenpartien zu hören ist, die das Vogelgezwitscher zum Beispiel dann nachahmen. Wir sind gespannt auf die Interpretation dieses kleinen Koloraturwalzers durch die Stadtmusikkapelle Kitzbühel. Wir freuen uns auf den Frühlingsstimmenwalzer von Johann Strauss. So, viel Vergnügen. Den Leuten scheint es zu gefallen, der Saal ist voll, das heißt, gute Aussichten auch für die nächsten Jahre, werdet ihr auch in den nächsten Jahren hier spielen? Ja, das ist sicherlich ein Bestreben von uns, dass wir weiterhin da spielen, das ist einfach, wie gesagt, ein toller Saal. Jetzt habt ihr euch in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich schon ganz intensiv auf dieses Frühjahrskonzert vorbereitet, ist ja eines der wichtigsten Konzerte, das ihr spielt im Jahr. Wie haben denn die Vorbereitungen ausgesehen? Ja, seit Anfang des Jahres haben wir eigentlich die Probenarbeit begonnen, eine sehr intensive Probenarbeit, und wir haben eigentlich probiert, aus jeder Probe das Bestmögliche auszuholen, und das probieren wir heute beim Konzert natürlich auch umsetzen, das Gelernte und das Erarbeitete umzusetzen. Das Bestmögliche herausholen, das macht sie natürlich nicht nur beim Frühjahrskonzert, sondern auch die restliche Zeit über. Heute, kurz vor der Pause, stand noch ganz ein wichtiger Punkt auf dem Programm, nämlich die Ehrungen. Wer wurde da ausgezeichnet? Ja, motivierte Jungmusikanten und treue, langjährige Musikanten, die wir heute geehrt haben. Die meisten Musikkapellen machen das so, diese Aufteilung, dass es im ersten Teil eher klassisch zugeht, im zweiten Teil gibt es dann eher modernere Stücke zu hören. Was macht denn euch Musikanten mehr Spaß, sagen wir mal ehrlich? Das ist jetzt schwierig zu sagen, weil es macht nämlich jung wie alt, macht beides Spaß. Das heißt, also es taugt die Jungen, man meint die Jungen, die spielen nur modern und die Alten nur traditionelle Sachen, das stimmt auch nicht. Also die Musikanten bei einem bunten Programm, denen gefällt jede Stilrichtung. Also. Heute spielst du zum ersten Mal im K3. Wie ist die Stimmung bei euch? Ja, der Saal ist voll. Also die Stimmung ist super, die Leute sind motiviert und es macht Spaß hier. Thank you.
es ist fantastisch. Also wenn ich heute bedenke, dass bei diesem Konzert, beim ersten Konzert unter dem neuen Kapellmeister Florian Siemeyer, dass da heute 400 Leute da sind, trotzdem, dass im Fernsehen die Sendung ist, 30 Jahre Musikantenstadl, finde ich das wirklich fantastisch. Also für uns Bezirksfunktionäre kann nichts Besseres passieren. Wir freuen uns da ganz ungemein.